Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales auf Xilla 2. In der letzten Folge haben wir Leias Geschichte Nummer 4 abgeschlossen und ich glaube, das war auch alles geschichtenmäßig, was wir bei ihr erledigen können. Und ja, wir haben jetzt noch zwei Geschichten übrig, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und zwar einmal in Drellin, das ist Yuse, und in Yakera, das ist Mila, das haben wir schon gesehen. So, dann gehen wir mal nach Drellin. Ich bin ein bisschen neugierig, wie es mit Yuses Geschichte weitergeht, mit diesen verdammten Armbanddingen. Okay, wollte ich nicht. Yuses Geschichte fortsetzen. Yuses Kapitel 2. Liebe Grüße von Yuse. Wir hören ja immer noch ihre Stimme im Kopf. If only I were more popular with Mila's friends. If they love me more, then I bet Mila would too. I could try giving them all presents, but what would they even like? Diese Stimme. Er steht einfach nur so und hört das die ganze Zeit. Er hat bestimmt Todesangst. Möchtest du darüber reden, Yuse? Vielleicht sollte ich mich einfach davon schleichen. Ja, sie sieht schon, man kann es ja schon ansehen, dass irgendwas nicht los ist. Also muss man keine Gedanken lesen können. I'm trying to think of a present to give to Mila's dear friends. They mean so much to her. I'm her big sister after all. I have so many responsibilities. You intend to give presents to Mila's friends? Of course. It's a big sister's job to look out for her younger sibling. What would make a good present? Warum gibt es denn nicht etwas, das sie anziehen können? Wie wäre es mit etwas Handgefertigten? Weiß ich nicht. Wenn mit angezogenem neues Kostüm dafür rausspringt, hätte ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. Aber wird wahrscheinlich nicht so sein. Wie wäre es mit etwas Handgefertigten? Handmade. Then it would have a personal touch. Miyakera is known for its traditional handmade ornaments. Those who give them are greatly admired for their taste, and the recipients are always grateful. How can I get a hold of them? They're fashioned from harpy feathers, apparently. Harpies? Where can I find those? They're said to inhabit Burmia Gorge. Spitzdimension und Gartresnik. We've detected a new fractured dimension. The rift is near Burmia Gorge. We've sent you the coordinates. Please take care of it. Kannst du mich nicht mal einfach so anrufen, um zu fragen, wie es mir geht? Hallo? Okay. How about that? We can get harpy feathers in the fractured version of Burmia Gorge. That'll be okay, won't it? Jo. Alles klar, Burmia Schlucht. Ich muss mal kurz bei der Mission gucken. Muss ich irgendwelche Monster in der Burmia Schlucht erledigen? Wenn wir schon dabei sind. Oh, perfekt. Etwas Hartes, ja super. Ja. Schon wieder ein neues Ding bekommen. Ja. Hä? Habe ich einen Netto vermehr? Okay, keine Ahnung. Tränen des Wassergeistes. Wie viel Geld wir jetzt gleich wieder haben? Bei mir Schlucht. Nichts bei mir Schlucht. Ich tue mal ein paar Monster irgendwie oft wegen Killen irgendwann wieder. Dann geht's wieder rund. Hier seht, du bist auch schon bei 8 Sternen. Schon wieder habe ich Stern gesagt, das sind Herzen. Herzen sind das. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Wir kriegen ganz schön viele Bonus in letzter Zeit. Bei mir Schlucht, ja. Habe ich vielleicht noch irgendwie. Boah, ich habe wieder Geld. Ja, lass mal erstmal. Bei mir Schlucht. Warte mal, Truppe. Rowan. Du musst irgendwie noch mit Muse ein bisschen zusammenkommen. Bei mir. Ja, ein bisschen nur noch. Können wir beide verbunden werden und dann. Ja. So, Olympios Region. Also ja. Später Dimension F4231. Heißen die immer F4? 0,11, okay. Okay. Hallo, na? Speichern wir mal. Jetzt Aufnahme ist zum Glück geglückt, weil
Weil Symfonia hat das Problem, dass hin und wieder mein Sound nicht aufgenommen wird. Also mein Mikrofon schlapp macht. Das fand ich jetzt nicht so gut. Das ist schon ein bisschen oft passiert. Ach, nur noch du musst jetzt machen, ne? Ja, Musik, ja, ist klar. Gut, ich das an. Warum mache ich das? I don't mind keeping an eye out for harpies, but remember that our main objective is the divergence catalyst. You think I don't know that? Stimme von Musis Geist. Oh Gott. Hey Gaius, what's your favorite color? My favorite color? Why would you ask that? If I'm making accessories for everyone, it would be so cute if everyone got a different color. Just curious, really. Humans have such a different sense of aesthetics than we spirits do. Is that right? I do not have a preference. I'll use whatever color is most functional in a given situation. Schwarz. Oh, you don't say. Gosh, thanks for the help. I asked the simplest possible question, and you can't even throw me a bone. But let's say someone was going to give you a present. What color would you want it to be? I see little value in being particular about such things. Perhaps Luger could be of more use to you in aesthetic matters. Huh? Erst mit grün. Grün. Verdammt. Wenn du möchtest, helfe ich dir gerne weiter. Das fällt dir jetzt nicht auf mich ab, Gaius. Ja. All right. Can I count on your help, Luger? Sure. I'm glad everything worked out for you. And I was planning to make it in your favorite color, you jerk. I hope you choke on your present. So ein bisschen was hat sie immer noch von der Psychopathin von damals. Hab ihren Federn. Du, geh weg, du. Wahrscheinlich kommt ihr sowieso ein Kampf. Das war nicht, warum ich hier nochmal alles erkunden sollte, aber Gewinnspiel, yay! Ey. Ich muss ja nichts töten. Lass mich in Ruhe. Gaius. Und der anderen beiden baumelt jetzt ein bisschen miteinander herum. Oder auch nicht. Baumelt. Du weißt was hier. Wo bist du? Zack, und was hättest du auch gesagt, wenn ich mit Hammer gekämpft hätte, oder? Geil, was du. Das darf nicht wahr sein. Da gehen wir mal hier rein. Wahrscheinlich sind hier nirgendwo Harpien und ich muss hier alles kreuz und quer auseinandernehmen, ne? Oh, das gibt mir jetzt wieder hier die Chance, hier den Geist zu erkunden. Da ist nie was drin gewesen, auch nicht im ersten Teil. Und ich gucke jedes Mal da rein, wenn ich hier reinkomme. Weil vielleicht kommt ja irgendwann mal was, was ich hier einsammeln kann. Aber anscheinend nicht. Es ist noch nie was da gewesen, verdammt. Bitte? Nein. Okay. Okay, das ist eine Minute, die ich nie wieder zurückkriege. Oh, geil. Boah, geil. Her damit. Eisengamaschen, okay. Hatte ich noch nicht, glaube ich. Warum nicht? Bams, raus hier. Es hat sich gelohnt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Wahrscheinlich muss ich ganz da oben zur Spitze. Oder ja, Apfelgummi drauf, finde ich egal. So. Machen wir mal so. Zack. Boah, geh weg. Jetzt habe ich Angst. Geht auch, danke.
Komm schon, warum sind wir keine Harpien? Warum? Ist eine Biene und die müssen eine Schatztruhe sein, oder? Ja. Mein Gott, was ich nur auswendig kenne. Eine Schmankerl, jawohl. Die Dinger brauchen wir. Stimmt so gegen Ende. Ich glaube, mich daran erinnere, wie viel Omega-Elixier ich verballert habe im ersten Teil, im letzten Kampf. Also normal. So viel Gegenstände habe ich noch nie verballert in irgendeinem anderen Tales auf Spiel. Ich bin normalerweise eine sehr geizige Person, selbst im allerletzten Kampf bei anderen Spielen. Aber ich hatte es damals, also habe ich es auch benutzt. Ah, es wird nicht wert. Harpien, wo seid ihr? Das sehe ich jetzt nicht ein. Also da. Okay, mach so. Oh, was? Du hast mich angegriffen. Na, ein Angriff. Nur Zauber? Ich kann es wagen. Ach ja, die Minen, genau. This is my way. Zack. Bockal 400 galt. Dann komme ich da hin. Ich glaube, da möchte ich nicht runterspringen. Ach, was soll's. Hello there, na? Schon wieder 400 galt. Whoa. Na, Harpien, wo seid ihr? Es kann natürlich in diesem Moment hier nicht irgendwelche Harpien-Viecher rumfliegen, die ich besiegen kann. Ne, das wäre zu einfach. Fliegt irgendwie wahrscheinlich nur eine einzige Harpie rum. So eine ganz große, ja, ne, vielleicht ist hier dieses Viech dazu aussieht, wie damals diese Teufelsbestie, die auch hier war. Bestimmt ist irgendwie so ein hier am Rumlaufen oder fliegen. Truhe, nee. So, dann gehen wir mal, weiß ich nicht. War ich denn jetzt nicht? Warte mal, da geht's noch. Hä? Warte mal, Karte. Unter mir. Hier, okay. War. Sehr schön. Din, 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 din. Diese alte Musik, die tut mich immer am ersten Teil erinnern. Voll Nostalgie, dabei mag ich gar nicht Nostalgie, ey. Ah, will irgendwie nicht heute. Windummang, okay. Oh, das gibt's doch nicht. Au, wie könnt ihr es wagen? Hier, Minen. Ich kann meine Minen mit Rowan verbinden. Watson. Ja, komm schon. So, komm her. Du hast direkt eine Pistole ausgerüstet, sehr gut. Boah, sehr geil. Schnell weg. Oh mein Gott, du bist so süß. Ich kann nur immer wieder sagen, ist das wirklich die, die wir erst mal bekämpft haben und die uns voll töten wollte? Brutalste Weise, da müssen wir eben. Okay. Hi, na? Das ist echt das Viech von damals. Ey. This is quite fortuitous. That's a nice big one. Hurry up and kill it so we can pluck it. Na. Bringt sie schnell um, sagt sie. Oh geil, Splitterdimension, Kampfthema. Au, au.
acting strange lately. Ah. Los, komm. Gegen was bist du eigentlich anfällig? Gegen Erde. Dagegen habe ich, glaube ich, nichts, ne? Und jetzt mal dem angefallen. Den fand ich richtig geil. Sehr gut. Und ich... Ach, ich kann nicht greifen, aber klar, irgendwie. Aber egal. Da komm schon. Ach, da ist der Angriff. Ich wollte schon sagen, wo war der? Ich hoffe, analog habe ich die alle drauf. Der Rest des Kampfes in den Raum verbunden werden, dann werde ich auch den Titel nicht bekommen. Guck mal her. Nein, der ist schon wieder weggegangen. Komm her. Ich mag den Angriff. Oh, nee, das ist Feuer. Ich dachte, das wäre Erde. Aber der Angriff ist auch gut. Nee, das ist mein Heilending. Das ist Erde. Nee, das ist Wind. Ich erkenne die Farben nicht in der Splitterdimension. Das Wasser ist auch nicht das Richtige. So, komm mal her. Wow, 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 was? Ich mal weg hier. Verdammt, hätte ich wieder links einsetzen können. Oh ja, ja, wir sind alle am Frecken ein bisschen. Hilfe! Komm mal her. Oh, wir machen irgendeinen Zauber, geil. Was hat denn? Soll der Time Stop sein? Guck mal her. Wenn er immer direkt zur Pistole wechselt, finde ich gut. Oh, sehr gut. I'm so happy I beat a harpy. Now you try, Gaius. I'm so happy I beat a harpy. Luga, warum machst du nicht mit? I love getting stronger. We have no limits. I feel more enlightened. Ich bin so glücklich, dass ich eine Harpy getötet habe. Retrieve the feathers before Luger destroys the divergence catalyst. Können wir einfach irgendwas mitnehmen von einer anderen Dimension? Können wir die einfach so mitnehmen? This is so disgusting. This should be a man's job. Why don't they offer to help? I'm gonna be sick. That should do it. Wird das so geil. So, einmal penetriert und weg hier. Oh, Rolo ist bei uns, aber Ell nicht. Mann. I'm going to take these feathers ahead to Nia Kara. Come meet me there after a while, okay? Wir müssen so oder so leiden. Die Geschenke werden schon direkt überreicht. Ich dachte, in der nächsten vielleicht. Muse picked this place for our rendezvous, yet I don't see Mila anywhere. Is it possible she only invited us? Ah, here she is. Rowan, du warst doch dabei. I got these as a gift, more than I'll ever need. So I thought, why not share? What are they? They're so creepy! Are they made of harpy feathers or something? What are you trying to push on us? Ghastly objects indeed. Oh man. Das ist gemein. She's trying to curse us!
these are traditional native ornaments. They're actually quite precious. Really? Are you serious, guys? You can't be for real. How sad. No one seems to like them. Well, they're certainly different. I'll take one. If you say so, take any you like. War ein bisschen gemein von den anderen. I've got to hold back the tears. There's always next time. Oh. Ob wir ihr irgendwann mal sagen, dass wir ihre Gedanken die ganze Zeit gehört haben. Ich will nicht ihre Reaktion wissen, was kommt Mitglieder. Muss schon sagen, ich kann auch gar nicht drei. Hab in Feder, Anal, Xillia Outfit 1, Music, Xillia Frisur. Was? Dynamisches Duo, yay. Sah glaube ich nicht so anders aus, so Xillia Frisur. Stimmt, das sah ein bisschen so aus. Ja, so sah sie aus, genau. Hätte ich gar nicht mehr im Kopf, ganz ehrlich. Okay, warte mal. Ihre Flügel haben sich auch geändert? Ja, klar. Sind jetzt viel größer. Was? Okay. Wie sieht's aufträgemäßig aus? Kann ich nur irgendwann abgeben? Boah, geil. Bring mir das Ding und ich zeige euch, wie ein echter Kloß aussehen muss. Okay. Mann im mittleren Alter. Weil ich immer ungefähr so eine Anzahl habe davon. Sehr gut. Alles klar. So, und die Haarnagel. Hab ihn viele Haarnagel. Ein traditioneller Pechbringer aus den Yakera oder doch Glücksbringer? Ach, ist doch egal. Sehr gut. War ja aber gemein irgendwie von den anderen. So, dann bleibt nur noch Milas Story, die auch direkt hier ist. Verstehe, mit der Kessel-Clan kämpft das nicht nur aus eigen. Achso. Das ist schon wieder in die Story hier. Das interessiert uns noch nicht. Laurent, was? Jetzt kann ich auf einmal hier machen? Konnte ich vorher nicht. Okay. Was wollte ich jetzt machen? ja, ne, ich habe doch hier. Habe mich noch gar nicht nachgeguckt. Ich habe so einen Würfel bekommen irgendwann. Ich noch gar nicht nachgeguckt. Ist ein wichtiger Dingens. Ja, einige Kostüme muss ich noch aktivieren. Irgendwann mal. Seit hier, ich habe doch schon mal irgendwie so einen Würfel bekommen, glaube ich. Wo ist es? Nicht hier? Scheint nicht. Wo dann? Ja, super, wo ist denn das Teil jetzt? Was ist das hier? Goldwürfel. Erhöht die Chance beim Pokern einen Flush zu bekommen. Chance beim Pokern einen Joker zu bekommen. Wo kann ich pokern? Ich mal gucken. Jedenfalls Geld. Greetings, Subjects. I am Novius, King of Lending. König des Lions, was? That was my best King Gaius. Pretty good, huh? I totally nailed that to a cool for you tone. So, dann gucken wir im nächsten Part. Was ich da bekommen habe. So, ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Milas Geschichte Nummer, weiß ich nicht, 3 oder 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.